Hallo, kommen wir zum zweiten Teil, zum Kursus NerdSec. Und in dem Fall geht es ein bisschen um Sachen, die wir beim letzten Mal schon mal besprochen haben, aber da gehen wir noch ein bisschen tiefer. Und vor allen Dingen werde ich hier während des Spielens ein paar Funktionen zeigen. Ich habe hier eine Sequenz vorbereitet, ganz einfach wieder. Wir haben die Musiknoten C in Oktave 2 oder ein Dis in Oktave 2. Und hier haben wir dann die Trigger, das sind einfach ganz normale Trigger, wieder an eine Hüllkurve angeschlossen und dann gibt es halt eine kleine Bassline. Na, die können wir dann spielen und vielleicht finde ich auch lustig, wenn wir hier auch nochmal ein Glide anschalten für einen Schritt. Das machen wir dann wieder hier, drücken auf OK, stellen den Glide an. Dann schalten wir den hier wieder aus. Und den können wir einfach auch. Na, finde ich prima. Hier habe ich ein paar Beats vorbereitet. Drücke ich wieder Shift und Start. Und damit kann ich die ganze Reihe starten. Und wie schon gehabt, oben beim Nulldurchlauf starten die Patterns, die noch nicht gestartet waren, oder die Tracks. Na, kleinen Beat. Na, jetzt könnte man zum Beispiel, und da gehe ich mal direkt zum Nerd-Menü über, Shift und Nerd, jetzt könnte ich hier ein paar Funktionen durchführen. Und ihr habt ja im ersten Tutorial schon gesehen, da waren ein paar Farben hinterlegt, mache ich jetzt auch eben hier. Das heißt, ich kann entweder mit dem Cursor auf einem Schritt gehen, auf den Nerd-Knopf und dann wähle ich eine Farbe aus, na, ein schönes Grün, drücke auf OK und dann ist die Stelle grün markiert. Na, jetzt könnte ich das gleiche auch mit einer Markierung machen. Das heißt, ich drücke Marke an wieder. Und bevor ich jetzt das zweite Mal auf Shift und Mark drücke, wie wir das jetzt zum Beispiel mit Kopieren machen würden, drücke ich auf Shift und Nerd und wähle wieder eine Farbe aus. Na, rosa, immer wieder schön. Gut, so haben wir Farben hinterlegt. Das kann auch grundsätzlich natürlich auch in leeren Pattern passieren. Na, dann kann man auch ein bisschen seine Sequenzen erkennen. Ich gehe in das Pattern und jetzt will ich zum Beispiel, ah, das ist eine Oktave zu tief oder so. Na, jetzt könnte ich grundsätzlich sagen, oh, ich will alles eine Oktave höher spielen lassen. Das mache ich im Projektmenü und da gibt es die Transpose Setting. Der transponiert alle Tracks und da muss man dabei sagen, alle Tracks, wo das erlaubt ist, weil man kann pro Track auch einstellen, dass der Track dann halt nicht transponieren soll. Und das ist auch eine Einstellung, wenn ich die jetzt anpasse, wie immer Shift nach oben, unten, links, rechts. Und die Einstellung ist auch erst beim Nulldurchlauf von der Hauptclock oder von der Mainclock. Na, das heißt, wenn ich die jetzt wieder anpasse, dann würde die jetzt beim Nulldurchlauf, kann man wieder ganz oben und ganz unten sehen, geht dann wieder zurück. Und das kann ich aber auch direkt machen, durch OK zu drücken. Und selbst wenn ich Shift und OK gedrückt halte, dann nimmt das direkt über. Na, das ist jetzt ein globales Transponieren. Das gleiche könnte ich jetzt auch pro Track machen. Und da gehe ich ins Nerd-Menü und da habe ich auch die Track-Transpose-Einstellungen. Das heißt, jeder Track oder jede Spur hat seine eigene Transpose-Einstellung.
Gut. Stoppen wir das hier wieder. Jetzt könnte ich auch in die Sequenz gehen. Ich habe meine Sequenz hier stehen. Da kann ich jetzt wieder Teile markieren. Und zum Beispiel, ich will nur die ersten 8 Schritte, will ich auch transponieren. Ich markiere es, drücke auf Shift und Nerd und dann kann ich hier die Noten transponieren. Plus 12, minus 12 oder halt plus 1, minus 1 für den schnellen Zugriff. Das sind auch nur die ersten 8 Noten, die transponiert sein. Wenn wir dann jetzt gucken, sind die Oktaven auch direkt höher gelegt hier. Also das manipuliert auch tatsächlich Noten. Und das führe ich aus durch OK zu drücken. Okay. Die Sequenz läuft jetzt mit normaler Geschwindigkeit. Ich starte das mal wieder alles zusammen. Pro Spur kann man auch eine eigene Clock einstellen. Das heißt, man könnte einen Clock-Divider oder Multiplier anschalten. Und das werde ich jetzt mal hier bei der Baseline machen. Dann kann ich jetzt auch wieder mit Shift und Nerd gehen. Und dann sehe ich hier Track Clock. Und so ich mal Shift nach links. Und da läuft dann halber Geschwindigkeit in dem Fall, geteilt durch 2. Das kann man hier auf dem Hauptbildschirm oder im Sequencer-Bildschirm kann man hier immer die Divider oder Multiplier-Einstellungen sehen. Und grundsätzlich werden die Clocks auch wieder erst bei einem Nulldurchgang oder wenn das Pattern zu Ende ist, auf die neue Clock geschaltet. Und damit bleibt es auch, wenn man jetzt gerade Clocks benutzt oder halt durch 2, durch 4 oder mal 2, mal 4, dann bleibt man halt synchron zu der Spur. Weil anders, wenn man jetzt während die Sequenz halb läuft, zu einer anderen Clock schalten würde, würde die halt nicht mehr synchron mit den anderen Tracks laufen, weil er halt die erste Hälfte mit einer anderen Zeit gelaufen ist als die zweite Hälfte. Aber das kann man auch forcieren oder das kann man auch halt so einstellen wieder, dass sie die Glock tatsächlich direkt anpassen soll. Ich werde die Glocke nochmal wieder zu normal einstellen. Und was haben wir hier zur Verfügung? Wir haben geteilt durch 2 erstmal die geraden Sachen, die liegen auch direkt dabei, daneben und dann die ungeraden Sachen. Und das gleiche nach unten geteilt durch 32 und dann die ungeraden Zahlen. Weil im Endeffekt benutzt man ja meistens die geraden Zahlen, dass es gleich bleibt. Das Ganze, die Track Clock, kann man auch vom Track aus einstellen. Und ich mache jetzt einfach mal eine zweite Spur. Und zwar eine zweite Sequenz. Und die klone ich nochmal. Das heißt, die Sequenz, die hier in 0 war, die klone ich zu einer neuen Sequenz. Dann drücke ich auf Shift auf OK. Hopp. Und dann habe ich eigentlich das Pattern geklont. Hier steht dann genau dasselbe drin im Moment. Dasselbe Sequenz. Und die können wir dann auch hier zum Spaß nochmal eben eine Transpose einstellen. Gut. Hier werde ich jetzt auch wieder einen Effekt einbauen, und zwar Track Clock. Das gleiche, was wir schon hatten, nur halt von der Sequenz angerufen. Na, das machen wir hier. Und dann gucken wir mal, wo wir den haben. Plus minus random patch. Select track clock. Den haben wir hier. Und 09 ist halt die normale Clock. Übrigens, was ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht erwähnt hatte, in den FX-Spalten hat man auf der linken Seite die Abkürzung, den Namen, kann man unten auch immer sehen, was das bedeutet.
Und auf der rechten Seite hat man die Werte dazu. Und das können halt Werte sein, wie ein Drehregler innerhalb eines Bereichs. Oder es können halt spezielle Funktionen sein, dass die verschiedenen Digits auch wieder be besondere Bedeutungen haben. Und in dem Fall haben wir hier tatsächlich auch eine besondere Bedeutung. Und die Dreadlock hier wird eigentlich erst im nächsten Pattern dann angepasst. Das können wir aber auch wieder einstellen. Aber wir fangen mal einfach mal so an. Hier auch eine Dreadlock und dann machen wir geteilt durch 2. Das heißt, die erste normal und die andere halbes Tempo. Da kann man hier auch auf der rechten Seite sehen, dass das während der Sequenz auch angepasst wird. Hier ist die Sequenz natürlich erst beim nächsten Durchlauf umgeschaltet, aber das kann man auch wieder direkt durchführen, indem man vorne eine 1 dranhängt und dann steht dann auch unten schon Regular Clock direkt. Das heißt, im Moment, dass er hier vorbeikommt, schaltet er direkt die Clock um. Das machen wir hier auch mal. Zap. Und dann haben wir geteilt durch 2 direkt. Das heißt, die starte ich dann mal. Normale Clock. Geteilt durch 2. Normale Clock. Na, und die zweite Sequenz dauert natürlich auch zweimal so lang. Jetzt können wir eigentlich zu den markierten Sachen auch noch ein bisschen damit rumspielen. Die starten wir mal und dann lassen wir die ja auch wieder normal laufen. Das heißt, wir holen das eben hier weg und denk dran, ich habe das jetzt weggeholt und die Clock ist immer noch geteilt durch 2. Das heißt, die könnte ich hier dann eben wieder zurück einstellen. Ich spiele die Sequenz mal und ich werde die erste Sequenz noch ein wenig anpassen. Das können wir dann zum Beispiel wieder markieren, Shift und Nerd. Und jetzt könnte ich das Ganze nach oben oder nach unten shiften, wobei das auch wieder überlappt oder. Was unten rausgeschoben wird, kommt von oben da rein. Na, drücke ich auf Shift. Und jetzt ist die Sequenz ein bisschen von oben da unten verschoben. Das alles ist ein bisschen nach unten oder nach oben gerutscht in dem Fall. Noch eine Variation dazu. Ich markiere wieder die Sache. Übrigens, ich habe ja bis zu 64 Schritte und jetzt habe ich halt nur 16 Schritte, bin ich gerade mit beschäftigt. Na, wenn ich kann markieren und wenn ich jetzt Shift und Page Down drücke, dann habe ich die komplette Sequenz bis zu den 64 Schritten markiert. Aber das machen wir jetzt nicht. Wieder zurück, sondern ich markiere jetzt nur den Teil, den ich ändern will. Na, den kann ich umdrehen, dann wird das gespiegelt. Wieder zurück zum echten. Na, Random Order Rows, damit werden die Reihen per Zufall durcheinander gewürfelt. Können wir machen. Man hört natürlich immer die zweite Sequenz, die so bleibt, wie sie war. Machen hier mal die 0 dabei und dann spielen wir von hier. Und dann hören wir auch besser im
den Effekt von dem Ganzen. Na, ich gehe wieder zurück. Und dann würfeln wir. Also dann die gleichen Noten und die gleichen Trigger und die Reihen werden einfach durcheinander gewürfelt. So, die Sequenz habe ich mal wieder da rausgeholt. Und dass wir nur den einen, dass nur diese eine Sequenz läuft. Dann machen wir den Beat wieder an. Und was ich hier jetzt durchführe, ist, wir haben natürlich die 16 Schritte. Und jetzt verändern wir mal die die Anzahl Schritte in diesem Pattern. Dann machen wir 15 draus. Und das bedeutet, dass dieses Pattern im Verhältnis zu den Beats immer einen Schritt zu wenig hat und dadurch ein bisschen zurücklaufen würde oder eigentlich vorlaufen würde. Machen wir das mal. Ja, das kann man dann noch hören, wenn wir es das wieder zurück. Dann starten wir den. Ja, der startet dann immer mit der 1, der hohe Ton. Wenn ich das jetzt anpasse. Na, dann würden wir sehen, dass er ausläuft. Zurück. Jetzt könnten wir über Resync Track, könnten wir den Track wieder synchron mit der Bassdrum laufen lassen. Und das würde der hier wieder beim Nulldurchlauf, würde der das durchführen. Na gut, das hat er natürlich nur 15 Schritte lang gemacht. Und dann läuft er wieder dahinter. Gut, eben noch ein kleines Ding zum Schluss für diesen Teil. Wir haben ja die verschiedenen Patterns, und wir konnten Farben geben. Und dann können wir uns auch noch ein bisschen einfacher machen und den Patterns einen Namen geben. Und wir haben hier dieses Pattern, dann gehen wir wieder Shift Nerd, Edit Pattern Name, gehen wir da drauf und dann nennen wir das hier Baseline. Baseline in kurz. Na, das Pattern kann man dann hier auch rechts sehen, hat jetzt den Namen Baseline oder Baseline. Und wenn man hier mit dem Cursor da drüber geht, kann man auch unten sehen, wie das Pattern heißt. Und so könnte man sich hier die Namen geben für die verschiedenen Patterns, um das nicht zu vergessen. Gut. Ich denke, dass das jetzt auch schon wieder genug ist und beim nächsten Teil gibt es dann mehr. Okay, tschüss.